Hallo, Kurzhöser hier mit dem nächsten Video zum Thema Regression. Wir haben uns ja bisher eher nur mit den linearen Trendfunktionen bzw. mit der linearen Trendlinie beschäftigt. Und in diesem Video sollen ein paar weitere Trendlinien vorgestellt werden. Es kommt ja immer darauf an, welche Datenpunkte man hat. Man sieht hier zum Beispiel sehr ein paar Punkte. Ich glaube, es sind 10 Punkte, die jetzt angepasst werden sollen, wo man einen Zusammenhang finden soll. Und wenn wir jetzt das erste uns anschauen, das ist wieder eine Trendlinie, die, je nachdem, wie man das jetzt betrachtet, mehr oder minder gut das beschreibt. Man sieht aber, dass die Punkte vielleicht besser durch eine andere Funktion beschrieben werden könnten. Und man könnte hier jetzt zum Beispiel sagen, okay, wir versuchen ein Grad-2-Polynom, also eine quadratische Funktion, anzunähern, beziehungsweise eine Funktion dritten Grades. Lassen wir uns hier vielleicht noch die Nachkommastellen ein bisschen genau anzeigen, dann sieht man, okay, hier haben wir ein Grad vier, eine Funktion vierten Grades, einen Trend vierten Grades, Polynomfunktion vierten Grades nähert diese Punkte natürlich schon sehr, sehr gut an. Je höher der Grad, desto besser die Annäherung, klarerweise, nur ist ja dann die Frage, wie sinnvoll das Ganze dann auch ist und mit welcher Genauigkeit man die Annäherung braucht. Auch hier gilt wieder das gleiche Prinzip der Abstände bzw. der Abstandsquadratminimierung. Man sieht das vielleicht bei der linearen Funktion noch einmal sehr, sehr gut, dass hier wieder die Abstandsquadrate minimiert worden sind. Und dasselbe Prinzip wird auch bei der quadratischen Annäherung, bei der kubischen Trendlinie verfolgt. Das heißt, hier ist die Rechenarbeit ein bisschen intensiver, aber man versucht genauso die Abstandsquadrate zu minimieren. Und natürlich, je höher die Funktion ist, desto kleiner werden die Abstandsquadrate und somit auch deren Summe. Okay, so viel zum polynomischen Trend. Das heißt, hier haben wir Polynomfunktionen von Grad 1 bis Open End. Versuchen wir das Ganze vielleicht auch mit einem exponentiellen Trend darzustellen, wenn die Punkte vielleicht einem Wachstumsprozess entsprechen, dann liegt dahinter vielleicht ein exponentieller Trend. Man sieht auch hier wieder ganz schön, die Basis ist hier die Eulersche Zahl e und somit kann hier mit dieser Funktion gearbeitet werden. Ein weiterer Trend ist die Potenzfunktion der Form a mal x hoch c. Das heißt, hier sieht man vielleicht diese Art der Trendlinie, die vielleicht zu diesen Punkten, wenn ich es da ein bisschen anpasse, besser passt, oder auch vielleicht ein logarithmischer Trend, der den Logarithmus Naturalis als Basis, als Kernfunktion verwendet. Oftmals in der Wachstums- und Abnahmetheorie verwendet ist die logistische Funktion. Wenn man zum Beispiel eine Obergrenze hat, sieht man hier schon ganz schön, wie die logistische Funktion angenähert wird. Und sollten irgendwelche Schwingungsdaten vorliegen, wie zum Beispiel von einer Sinus- oder Kosinusschwingung, dann kann das auch mit einer wellenförmigen Trendlinie angepasst werden. Alles Mögliche in GeoGebra, dieses Applet ist schon vorbereitet. GeoGebra kann jedoch diese Dinge auch automatisch auf Knopfdruck liefern. Dazu gleich im nächsten Teil. Wie erstellt man nun mit GeoGebra solche Trendlinien ganz rasch und einfach? Und zwar habe ich hier die Daten einfach reinkopiert in die Tabelle von GeoGebra. Man braucht diese Daten eigentlich nur mehr markieren und dann mit einem Rechtsklick kann man sofort eine Liste von Punkten erzeugen, die dann automatisch im Grafikfenster angezeigt wird. Also hier haben wir die Punkte. Diese Punkte sind jetzt mit der Tabelle verknüpft, das heißt, man kann es auch wieder bewegen und man sieht, die Daten werden auch wieder mitgeändert. Jetzt brauchen wir das Ganze nur mehr zu analysieren. Dazu gibt es in der Tabelle das Analysewerkzeug. Wir gehen auf Analyse zweier Variablen. Die Spalte A und B wird analysiert und schon erhalten wir hier noch einmal in einem extra Streudiagramm die Punkte eingezeichnet und wir können hier unten sofort ein Regressionsmodell auswählen. Wählen wir mal das lineare Regressionsmodell aus. Man sieht sofort die Gleichung und hier gibt es auch noch die Möglichkeit, für ein vorgegebenes x den prognostizierten Wert y mit Hilfe der
des Regressionsmodells zu berechnen. Also zum Beispiel hier, wenn ich 7 eingebe, wird 4,7 prognostiziert. Des Weiteren kann man natürlich auch ein logistisches Regressionsmodell oder ein Polynommodell, wo man den Grad einstellen kann, wählen. Ist überhaupt kein Problem. Auch ein Wachstumsmodell mit ein exponentielles Modell oder auch das logistische Modell ist hier auswählbar und mit dem kann man dann sofort wieder weiterrechnen. In dieser Datenanalyse ist es auch noch möglich, sich die Statistik anzeigen zu lassen. Das ist insofern sehr praktisch, weil ich hier sofort berechnet bekomme die Mittelwerte. Wie schon erwähnt, die Mittelwerte sind dann ganz interessant, wenn man eine lineare Trennlinie hat, weil sie dann durch diesen Mittelwertspunkt gehen. Man bekommt auch die einzelnen Varianzen, Standardabweichungen, das Bestimmtheitsmaß R und das Bestimmtheitsmaß R² und den Korrelationskoeffizienten und noch diverse andere Kennzahlen. Soweit zu GeoGebra. Es gibt natürlich ähnliche Funktionen in anderen Tabellenkalkulationsprogrammen. Hier werden sie sofort auf Knopfdruck mitgeliefert. Zum Abschluss sei noch angemerkt, natürlich liegt es in der Kunst des Analysten, jetzt festzustellen, welches Trendmodell man verwendet. Wenn die Datenpunkte so wie hier gegeben sind, wird man wahrscheinlich von einer Funktion dritten Grades ausgehen, beziehungsweise wenn man vielleicht die Punkte oder die Datenwerte in dieser Form hat, ist es wahrscheinlich, dass dahinter ein exponentieller Trend liegt. Hier bedarf es natürlich an Wissen des Analysierenden, sodass man das richtige Trendmodell angibt. Ein guter Anhaltspunkt ist auf alle Fälle das Bestimmtheitsmaß oder das Korrelationsmaß, das den Trend beschreibt, die Trendlinien oder den Grad der Anpassung beschreibt, wie sich die gewählte Funktion an die gegebenen Punkte anschmiegt. So viel zu der Videoserie Regression. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Es war einiges Wertvolles dabei. Bis zum nächsten Mal. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.